Also ich bin sicher, dass jeder davon gehört hat, dass Sektion 377 des indischen Strafgesetzbuches aufgehoben wurde, oder? Und ich denke, dass die meisten jungen Leute zu Hause darüber sehr glücklich sind. Und wir sprechen darüber mit unseren Eltern und Menschen der, weißt du, älteren Generation, ja? Wenn wir darüber also mit der älteren Generation sprechen, sagen sie, wir wollen darüber gar nicht groß diskutieren, wir wollen euch auch unsere Sichtweise nicht aufzwingen, aber in unserer Religion ist das nicht akzeptiert. Daher möchte ich deine Sichtweise auf, weißt du, die LGBT-Gemeinschaft oder Homosexualität als solches in Bezug auf die Religion wissen. Schau, wahrscheinlich engagiert sich gerade jeder, vor allem im gesellschaftlichen Diskurs, den Medien und Social Media, entweder dafür oder dagegen. Können wir für kurze Zeit uns nicht dafür oder dagegen engagieren und uns einfach nur das Thema anschauen, wie es ist? Können wir? Sieh mich an, ich bin nicht prüde, okay? Lass das geklärt sein. Wenn wir also über Sexualität sprechen, lasst uns das verstehen. Es ist etwas, das uns die Natur gegeben hat, weil es etwas gibt, das Fortpflanzung genannt wird für die menschliche Rasse oder Art. Sonst würde das nicht geschehen. Weil wir als menschliche Wesen mehr Gehirn als Körper haben, sollten wir zumindest, daher haben wir sozusagen den Fortpflanzungsteil abgeschafft und nutzen nur den Teil, der Freude macht, nicht wahr? So ist die Sexualität überwiegend in der Welt heutzutage. Aber grundsätzlich ist diese Freude Teil der Sexualität, weil sonst, wenn es keine Freude bereiten würde, wären wir vielleicht nicht geboren worden, du und ich. Unsere Eltern hätten damit gar nicht angefangen, wenn überhaupt keine Freude dabei wäre. Ja oder nein? Also sind wir deswegen hier. Daher kann man das nicht leugnen oder unter den Teppich kehren, darum geht es nicht. Aber nun hat jemand eine bestimmte sexuelle Vorliebe, die nichts zu tun hat mit der Fortpflanzung als solche. Es ist ihre persönliche Vorliebe, weil jedes Individuum das Recht hat zu tun, was auch immer zur Hölle sie mit ihrem Körper tun wollen, weil es ihr Körper ist. Aber wenn es etwas Schädliches ist, du willst dir die Nase abschneiden oder du willst etwas anderes abschneiden, dann werden wir vielleicht versuchen, dich daran zu hindern. Aber wenn du dir selbst auf diese Art nicht schadest, dann ist es deine Sache, solange wie du es im Privaten machst. Die aktuelle Entscheidung des obersten Gerichtshofes ist genau das, dass, was eine Person in ihrem privaten Bereich tut, niemanden anderem etwas angeht. Die Regierung hat nichts in den Schlafzimmern der Leute zu suchen, so ist das Gesetz. In Ordnung? Wenn wir jetzt zu diesem religiösen Widerstand kommen, da ist überhaupt nichts religiös daran. Wir dürfen sie nicht diskriminieren, wir dürfen sie nicht bestrafen, wir dürfen sie nicht ins Gefängnis stecken, das ist nicht nötig. Gleichzeitig braucht es aber auch keine Werbung. Also musst du nicht, wenn deine Eltern etwas sagen, beziehen sie sich vielleicht auf die Religion, weil sie denken, das sei eine Autorität. Du lässt die Autorität weg, hörst dir einfach die Worte an. Wenn es Sinn macht, tu es. Wenn es keinen Sinn macht, sag ihnen höflich, so stimmt das für mich nicht. Okay?